Ja, im Dunkeln ist gut munkeln und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 2 Dark Waters. Ja, wir wollten in dieser Nacht, soweit ich mich erinnern kann, ist auch schon ewig her, seit ich wieder aufgenommen habe, wir wollten auf Diebestour gehen, weil wir ja schön schleichen gelernt haben. So, das machen wir auch gleich mal. So, in der Taverne soll es was zu holen geben. Gut, dass jetzt nochmal gespeichert wurde. Ich guck nochmal ganz kurz, was Elia. Takarigua, Lagos Klamotten, die Kleidung eines Piraten. Nee, das war's. Moment mal. Kopftuch eines Piraten. Achso, das haben wir. Schwarze Perle, Lederhemd und abgelaufene Stiefel. So, wo kriegen wir das denn überhaupt her? Lagos schwarze Perle für sich. Achso, Karte hat die. Taschendiebstahl müssen wir beherrschen. Das scheint so eine heranführende Quest für das für die Diebeskunst zu sein. So, die Kunst beherrschen wir allerdings noch nicht. Allerdings soll es auch in dieser Taverne was zu holen geben. Und das ist eher suboptimal, dass jetzt alle hier draußen noch rumstehen, obwohl es Mitternacht ist. Da können wir die nicht so gut ausrauben. Alternativ können wir uns auch Äffchen zähmen, die das für uns erledigen. So, der ist eh taub. Trotzdem schleichen wir uns mal hier in das Häuschen des Schießwütigen rein. Patronenbeutel. Den nehmen wir mit. So, was habe ich da gehört? Komm, leg dich wieder. Moment mal, wieso hört der das? Der ist doch so schwerhörig. So, der liegt wieder. Ich will doch nur den anderen. Hier, Schrotmunition. So, hier haben wir noch was. Patronenbeutel. Und, da ist noch ein Buch. Vielleicht können wir das ja lesen. Ich hoffe. Karaffe, die brauchen wir nicht. Na, scheinbar können wir die Bücher nicht lesen. Weswegen ich, denke ich mal, wieder rausgehe. Ich will ja nur ein bisschen Schleichen üben. Auch wenn das für euch langweilig sein mag. Aber ich muss ja so ein bisschen üben hier. Ich will ja nicht alles offscreen machen. Eigentlich will ich gar nichts offscreen machen. So, hier ist die Taverne. Hier ist noch gut was los. Vielleicht kommen wir über diese Planke, also nicht Planke, über diese Treppe in die oberen Stockwerke und können die ein bisschen ausräumen. Ich gehe schon mal in der in die Schleichposition. So, da haben wir schon den Pokal mitgehen lassen. Müssen mal gucken, ob wir die überhaupt irgendwo verkaufen können. So. Dann gehen wir mal hier raus. Aber ich glaube, hier waren wir schon mal, oder? Na, hier ist eine leere Kiste, hier waren wir definitiv schon mal. Aber vielleicht können wir uns ja an dem vorbei. Das Dumme ist, nee, wir kommen an den nicht vorbei. Denn sobald wir den passiert haben. Aber was ist denn hier noch? Achso, hier geht's, glaube ich, nur noch, ja. Zu dem mit dem Äffchen. Da ist ein Hut. Den nehmen wir uns mal mit. Kann der überhaupt irgendwas? Ausrüstung? Nee, benutzt. Quatsch. Komm, alles. Wo ist der Hut? Hier. Einschüchtern plus 3. Ja, da haben wir was Besseres. Das rote Kopftuch. Das ist immer noch besser als alles andere, was wir sonst noch hier haben. Tja, aber wie kommen wir jetzt hier weiter? Beziehungsweise. Weil sobald wir an dem hier vorbei sind, sind wir im Sichtfeld. Hör auf zu schleichen. Seht ihr? Das meinte ich. Naja gut, wie viel Ruhm haben wir denn eigentlich? Ja gut, dass das hier nicht steht. Aber hier, 651, das reicht. Das reicht überhaupt nicht für überhaupt irgendwas. Ja, 1000. Achso, 1000 Gold. Härte 6 brauchen wir dafür. Das können wir erstmal knicken. So, aber vielleicht. Können wir doch nochmal hier rein? Na komm schon, nicht am Türrahmen festhängen. Da war ja letztes Mal die Lola. Obwohl in diesem Gewerbe ist man, glaube ich, eher nachts tätig.
Ja, nee, hier kommen wir nicht weiter. Die Piratengeschichten haben wir schon gehört. Ja, hier ist überhaupt nichts. Dann würde ich sagen, was haben wir denn noch für Quests? Genau, Lagos Klamotten, das ist natürlich Quatsch. Titanenwaffe, das ist die Hauptquest, oder? Werde Pirat. Verfolgung in der Nacht, Mix verschwindet nachts. Ach ja, den wollten wir ja, verfolgen. Dann würde ich sagen, machen wir das auch mal. Wir dürfen uns wahrscheinlich nicht von denen erwischen lassen. Da ist nochmal Hank. Da ist Mix. Holly dürfen wir nicht ansprechen. Nee. Aber der sitzt doch hier noch ganz ruhig. Ah, da stand was mit Boos. Achso, ich bin bereit, Mix zu verfolgen. Ich bin bereit, Mix zu verfolgen. Gut. Er geht los. Sehr schön. Wir dürfen uns wahrscheinlich nicht erwischen lassen. Langsam gehen, Shift links. Alles klar. Dann. So, wir lassen den mal ein bisschen vor. Nicht, dass der uns noch sieht. Ich dachte, hier müssen wir Schleichen geskillt haben. Sind wir noch zu nah dran? So, das sollte reichen. Hier schön heftige Verfolgungsjagd. Da ist ja selbst K11 spannender. So. Ich hoffe, wir kriegen das gebacken. Ich hoffe es wirklich. So, ich habe immer das Gefühl, wir nähern uns denen immer mehr. Also wir laufen schneller als der. Das kann doch aber nicht sein, oder? Ja, hauptsache erstmal schön durchs Wasser hier plätschern. Und ich hoffe, es sind auch keine Tiere, die uns dann angreifen. Ach ja, wir brauchen auch noch die Schatzkarte von dem O'Brien. Allerdings haben wir da keinen vernünftigen Wetteinsatz, um gegen die Karte zu spielen. So, jetzt ist er hier. Wir gehen mal ein bisschen auf Abstand. Als wenn wir hier zum Wasser wollten. Aber wir dürfen dann auch nicht aus den Augen verlieren. So, nach dem Motto, aus dem Augen, aus dem Sinn. Das ist natürlich nichts. Wir müssen natürlich genau beobachten, wo er hingeht und was er macht. So. Kann uns hier überhaupt irgendwas passieren? Ich weiß es nicht. Obwohl, der Hinweg war ja auch recht ruhig, wenn ich das recht in Erinnerung habe. So. Meine Cutscene. Ach du Scheiße, was ist das denn? Cthulhu oder was? Was hast du für mich? Stahlbart ist hier, aber nicht mehr lange. Er sucht eine Waffe und wird bald wieder aufbrechen. So, und was weißt du noch? Seine Tochter ist angekommen, aber nicht alleine. Sie hat jemanden mitgebracht. Ist der gefährlich? Keine Sorge, ich werde mich um ihn kümmern. Du kannst ja nicht mal auf dich selbst aufpassen. Was? Jemand ist dir gefolgt. Oh oh. Ich schneide dich in Streifen! Wo ist er denn? Ach du Scheiße, auch noch zwei. Hier! Bam! Oh, oh, ein Versunkener. Aua, der haut ganz gut rein. Ach Mist, das ist doch viel zu schwer. Aua. Ach, jetzt hänge ich auch noch am Stein fest. Hier. Am Mist. Dann pfeife ich mir mal. Haben wir irgendwie Alkohol oder sowas? Hier. So. Haha. So. Nimm dies. Vielleicht sollte ich einfach besser nur meine Schläge koordinieren, anstatt blind
drauf los. Ich bin total unkonzentriert. Aber der haut auch nonstop drauf. So, jetzt aber. Der Penner ist fertig. Oh oh, ich bin fertig. Ich bin ein Penner, hat er gesagt. Das gibt Rache. Nein, müssen wir das alles normal machen? Ich bin auch zu doof, ey. Das tut mir leid. So, wo starten wir denn jetzt? Na komm schon. Ja, danke, dass der Hinweis nochmal mit den häufigen Speichern kommt. Ich hätte echt speichern sollen. Aber naja. Wahrscheinlich sind wir bei dem Spielstand, der erstellt wurde, wo wir runtergegangen. Ja, genau hier. Wir haben weder die Munition geplündert noch sonst was. Das werde ich jetzt auch nicht mehr machen. Und dann würde ich sagen, speichern wir kurz, bevor wir am Strand sind. So. Ich hoffe diesmal... Ich brauche Rum, das ist natürlich auch klasse. Kannst du mir das beibringen? Kannst du mir was beibringen? Was willst du denn wissen? Na, ich glaube, allzu viel Gold haben wir gar nicht. Leute einschüchtern. Das könnten wir lernen, glaube ich. Aber ich glaube da... Ich muss gleich mal gucken... Schussverletzungen. Sind denn nicht irgendwie Nahkampfverletzungen? Hm. Nee, ich glaube nicht. Ach, Mann, Mann, Mann. Ich bin total verplant. Wartet mal. Ich schau mal ganz kurz. Wir haben eh kein Gold. Uns fehlen noch 15 Gold. Naja. Ich bin bereit, Meeks zu verfolgen. Gut. Er geht los. Oder nee, ich speichere nach der Cutscene. Das ist ja total heimtückisch, ne? Da denkt man, man ist so noch in der Cutscene und bla und dann, da hinter dir ist jemand, du Horst. Und naja, dann ist man schon mittendrin. Das ist ja wie bei DSF damals. Falls das jemand geguckt hat. Damals hatten die ja noch so Monster Truck Rennen und so. Das habe ich mir mal angeguckt, aber sonst... Lief da nicht auch Takeshis Castle? War das DSF? Ich weiß es gar nicht. Heißt jetzt mittlerweile Sport 1? Moment mal, wieso wird jetzt hier ein Spielstand erstellt und wieso wurde der vorhin hier nicht erstellt? Das frage ich mich. Oder ich bin zu weit innen gelaufen. So, den lassen wir natürlich wieder schön vor. Ich muss echt die Angriffe besser koordinieren. Also mit der Parade und so. Dass ich genau darauf achte, wann die zuschlagen und wann nicht. Wobei, der Versunkene, der war ja recht fies. Der hat ja nonstop zugeschlagen, wenn ihr das beobachtet habt. Ich brauche unbedingt so eine Konterattacke oder so, dass wenn ich aus der Parade heraus zurück striken könnte, also so ein Counter-Strike oder auch Gegenschlag, wie man es auf Deutsch in Fachkreisen nennt. Ich will das aber unbedingt schaffen. Wir können Blank natürlich mitnehmen. So. Ich frage mich auch, ob man die Cutscene skippen kann. Oder ob man in der Cutscene speichern kann. Das wäre natürlich auch super. So, ich lasse nochmal kurz ein bisschen vorlaufen. Hier wäre natürlich ein guter... Zeitpunkt zum Speichern. Und ich habe den Hinweis bekommen, dass man mit F5 einen Quicksave machen kann. Ja, das habe ich nicht gewusst. Allerdings lege ich mir ab und zu lieber richtige Speicherstände an, weil ja bei Red Faction hat man es gesehen, ich faile selbst beim Speichern. So, Spielstand 10. Huch. Da war ich zu schnell unterwegs. So, jetzt müsste... Kann man... Möchtest du diese Zwischensequenz wirklich beenden? Ja, nein, vielleicht. Abbrechen. Ich würde mal sagen, ja. Stahlbart. Achso. Ja, das Gespräch hatten wir schon. Ich überspringe das. Was? Ich schneide dich in Streifen. So. Wo sind denn die? Ich kriege dich. Das schwöre ich dir. So, jetzt aber. Na komm. Seht ihr, der macht total fiese Kombos. Da hat man überhaupt keine Möglichkeit. Aber ich glaube, wenn wir den Versunkenen haben... Der drängt uns... Das hat keinen Sinn.
hallo, ich wollte ins Inventar. Gut, jetzt hat es gemacht. Totaler Delay hier drin. Also nicht der Jan, sondern, wieso steckt er die Waffe wieder ein? Ist der blöd? Au, daneben! Das ist doch noch gar nicht für unser Level, oder? Seht ihr? Der haut nonstop zu. So, jetzt muss ich nochmal, ich bin gleich Alkoholiker nach dem Kampf. Moment mal. So. Ich muss den unbedingt schaffen. So. Ha! Nummer 1. F5, wo ist F5? Hier. Spielstand wurde erstellt. So. Hoch. Säufer, ja klasse. So. Der Mix. Der ist wesentlich leichter. Aua, der tritt. So. Komm her. Verdammt. Also so oft, wie ich mit der Pistole treffe, ey, so viele Finger hat man im Überfluss. Jetzt klicken wir den Kopf. Komm, jetzt. Kacke. Nein, doch nicht kacke, egal. Oh Mann. Der haut uns doch kaputt. Der pariert auch. Der ist gefährlich. So. Ha, haben wir noch gut geschafft. Können wir den plündern? Ja, rum. Sehr schön. Entermesser. Wo ist denn der Versunkene eigentlich? War der hier irgendwo? Ich will nicht zu nah an den Strand. Nicht, dass hinterher wieder so Sandteufel kommen. Spielstand wurde erstellt. Sehr schön. Moment mal, wo ist denn die Leiche von dem Versunkenen? Ach, hier. Was hat der denn dabei? 5 Gold, ein roher Fisch, eine Muschel und, oh, ein Ring des Inquisitors. Und eine Axt. Dann gucken wir uns die Sachen doch mal genau an, würde ich sagen. Alles. Entermesser. Also unten seht ihr noch die Machete, die wir angelegt haben. 25 bis 30. Hiebwaffen plus 5. Ja, da ist die Machete besser. Axt eines Versunkenen. Die ist wesentlich schlechter, möchte ich mal behaupten. Dann haben wir noch einen Ring. Wo ist der hier? Ring des Inquisitors. Muskete plus 5, Kugelsicher plus 5. Nee. Wie viele Ringe kann man eigentlich tragen? Nur einen, wie es aussieht. Ja, nur einen. Zumindest von den Slots her. Ja. Ne, das ist, wenn man Muskete lernt, ist wahrscheinlich super. Ja, aber ich würde sagen, da haben wir doch nochmal was in dieser Folge geschafft. So ausnahmsweise mal. Und wir laufen natürlich wieder ins Piratennest und berichten von der ganzen Sache. Und ich hoffe, wir haben keine Folgen von unserem Alkoholkonsum davongetragen, dem wir doch massivst reingeschmissen haben. So... Obwohl, die saufen ja auch die ganze Zeit am Lagerfeuer und haben keine bleibenden Schäden. Obwohl, deren Körperhaltung... Doch, die haben bleibende Schäden davon getragen. Dann berichten wir doch jetzt erstmal davon. Da gehen wir nochmal zu Buß und holen uns unsere Belohnung. Mix war ein Verräter. Mix war ein Verräter. Was sagst du da? Er hat Kontakt zu einem Versunkenen aufgenommen. Hast du die beiden erledigt? Ja. Ich wusste, dass diesem Dreckskerl nicht zu trauen ist. Wenn er gemeinsame Sache mit den Versunkenen macht, kann das nur eins bedeuten. Garcia, dieser niederträchtige Sohn einer Schlange, steht auf Maras Seite. Ich habe mich bisher aus dem Krieg der Piraten rausgehalten. Aber wenn Versunkene und tiefe Wesen nach Takarigua kommen, dann bedeutet das großen Ärger. Eins sage ich dir. Lässt Garcia sich hier nochmal blicken, werde ich ihm den Schädel einschlagen. Hier, das ist für dich. Und erzähl Stahlbart davon, wenn du es noch nicht getan hast. Er sollte darüber Bescheid wissen. Yeah, 250 Gold, das können wir echt gut gebrauchen. Damit haben wir jetzt 740, und können uns davon auch nichts kaufen, glaube ich. Aber wie viel Ruhm haben wir denn jetzt? Ah, Mist. Wir sind kurz vor der 1000. Aber wir müssen davon Stahlbart ja noch berichten. So, wir haben aber allerdings noch eine Quest. Titanenwaffe, werde Pirat
O'Briens Schatzkarte. O'Briens bereit, genau. Um die Karte zu saufen, wenn der Einsatz stimmt. Ja, aber wann stimmt denn der Einsatz? Und ich würde sagen, das finden wir in der nächsten Folge heraus. Also, zumindest wenn ihr wieder mit dabei seid. Also, bis dann.